Hey, ja mal hallo. Hey. Flip. Na, ist muckisch wie ich. Eher kamerascheu. Na komm. Ja. Trotzdem ein fröhliches Hallo, guten Abend. Ah. Wie man sieht, sind wir mal wieder auf unserer Abendtour. Diesmal aber auch wieder alleine. Andi geht's nicht so gut. Deswegen habe ich gesagt, ich laufe mit Smucke mal alleine wieder. Ich sag's euch, Smucke, der ist heute so wahnsinnig. Zuerst jedes Mal ab 16 Uhr, wenn er auf sein Futter wartet, der dreht immer so am Rad. Das gibt's gar nicht. Falls ihr das sehen wollt, mal schauen, ob ich das hinkriege. Das ist in der Beschreibung mal Smucke seine Seite auf Facebook. Poste. Weil ich habe ihn live aufgenommen. Könnt ihr mal gucken, wie der immer abgeht, wenn er einfach sein Futter warten muss. Das ist doch Wahnsinn. Dann das zweite Thema, wo ich losgelaufen bin. Wir wohnen ja an der Küche. Und das Mucke knurrt einfach mal so eine Mauer an. Er knurrt und bellt und tut und macht, als wäre da irgendjemand gestanden. Das war der Oberknaller, echt. Oh. Mal gucken, wie mein Speichel reicht. Vielleicht komme ich bis zu der Stelle. Ansonsten fotografiere ich euch das mal ab. Mal gucken. Oh. Sagt mal, wie war euer Weihnachten? Meins war gemütlich, hab viel gezockt. Am ersten Weihnachtsfeiertag war ja das Essen mit meinen Eltern. War auch ganz schön. Und jetzt genieße ich einfach meinen Urlaub voll. Was ist jetzt los? Ja, der hat schon den ganzen Tag solche Spacken. Ja. Und dazu kommt, dass ich einfach auch ein Schisser bin, wenn es dunkel ist. Da ist es sehr erforderlich, wenn der Hund rumspackt. Sehen tue ich nichts. Hey. Falls ihr euch wundert, was für ein Schwachsinn ich zusammenrede, ich versuche das gerade ein bisschen als Übung für mich selber zu nehmen. Ist gar nicht so einfach, mit der Kamera zu reden. Ich weiß auch gar nicht, was ich labern soll. Hilfe. Sieht man wieder den roten Punkt? Nee, ist einfach alles dunkel. Okay, Baby. Der Hund ist ja auch so kamerascheu. Von dem mal gescheite Bilder zu kriegen, das ist ein Wunder. Okay, Baby. Außer man hat Leckerlis dabei. Hi. Oh, große Tasche. Sag mal hallo. Heute ist ja echt komisch. Weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Da bringt nicht mal sein Fotobeutel was. Schade. Nur mal kurz auf das Thema zurückzukommen, warum ich das als Übung nehme. Meine Freunde wissen das, dass ich einfach eine soziale Phobie habe. Und ich nehme das wirklich jetzt einfach mal so ein bisschen als Übung für mich selber. Weil ich habe keine Lust, dass das mein ganzes Leben lang so anhält. Deswegen fange ich mal klein an und versuche mit der Kamera zu reden, beziehungsweise mit euch. Ja.
Okay, doch weiß ich nie, was ich wirklich reden soll. Mann. Wie sieht man das aus? Das ist voll das Luxushaus, Leute. Ich glaube, da wohnt sogar, oder lebt ein Arzt, glaube ich, drin. Weiß gar nicht genau. So. Jetzt mache ich die Kamera erstmal wieder aus, weil wir ein Wohnviertel jetzt durchlaufen. Und ich hoffe, der Hund bleibt jetzt mal ruhig. So, ja. Smoky, sag mal tschüss. Nein. Smoky will einfach nur heim. Weil er denkt, er kriegt nochmal was zum Fressen. Naja, euch noch einen schönen Abend. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.